Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Raber von Kaladin Ultramebbe. Ja, guck mal, wir haben noch 9470 Liter drin. Die können wir eben schon mal abgüllen. Ne? Dann haben wir das erledigt. Wir wollten den Puma ja ausprobieren, ne? Eine Gülle fahren und so, was der trägt und was er nicht trägt. Das wird wie. Weil ich finde, das ist für mich schon kriegsentscheidend. Ich möchte den eigentlich mir auf irgendwann auf der Multiplayer kaufen. Deswegen. So ist der Plan dahinter, so als dritten Schlepper, ne? So ein bisschen was Größeres. Deswegen wollen wir ihn erstmal ein bisschen testen. Ne? Chica. Irgendwie habe ich heute auch zum nächsten Tiet und so. Weißt du, war gerade schon unten wieder, ne, bei der Pumpe im Teich. Ne, die saß schon voller Fadenalgen. Fadenalgen, das alte Drecksding, der dreckerte Drecksding. Ist jedes Jahr derselbe Schickra. Möchte hier erstmal wieder sauber gemäht, ne. Kann jetzt erstmal wieder weiter ab. Ist nicht so einfach. Shit, Fadenalgen. Nee, davon lassen wir uns jetzt gerade nicht unterkriegen. Jetzt tun wir jetzt mit ein bisschen Gülle fahren. Muss ja auch gemacht werden, ne? Mit wegen. Muck wieder jetzt erstmal. Was bringen wir aus? Hier 60 Kilo. 12,9 Kubik, ne? Wir haben ja automatische Ausbringmenge an. Dann klappt der Nachbar. So soll es sein. Die letzten Flächen eben hier abgehört. Und dann haben wir diesen Ingame-Tag auch gut was geschafft. Ne? Ist ja nicht so, dass wir die Pause gemacht haben. Hier guckt ihr, kannst gucken. 5000 Liter noch. Und Fessle. Bisschen den Waldboden mitdüngen. Ne? Bäumchen müssen ja auch noch wachsen, ne? Ja, das ist cool. Kommt ja leer, ne? Der ist echt nicht schlecht. Muss jetzt zum Gülle fahren und so. Ja, ich will den jetzt nicht in jedem Spielstand mit reinnehmen. Oh, hast du gesehen? Ich würde mir sagen, wir sind leer. Ein Bildchen. Druck! Ey, die Farming Dudes, die haben die richtig gut gemacht, die Puma Jungs. Ich sag's immer wieder, fetten Respekt. Echt top Arbeit. Man muss auch mal loben, wenn was richtig gut ist, ne? So ist das denn nicht. Nicht immer nur haben. Nee, auch mal Donkey sagen. Fetten Respekt, Jungs. Ey. Sagen wir, wie es ist. Immer. Ist Gewohnheitssache, ne? Vom Multiplayer. Da fährst du auch lieber mit Paul Lauberlampe, weil sonst übersehen die dich doch. Guck mal, das läuft hier, oder? So langsam fahren. Hier kann sein, dass der Schlepper um die Kurve fliegt. Hier ist er umfällt. Macht sich gut. Ey. Fetten Sound, ne? Tun wir ihn zum Viehhändler heizen, da ihm so ein bisschen was abholen. Diese. Hier wollen meine Sachen aus dem Tisch fahren. Irgendwie hat er mir auch mal geschrieben, ey, kriegt das hier gar nicht hin, da so mit, dass er hier auflädt. Er muss den ein bisschen weiter zurücksetzen. Kann sein, dass sich hier die Trigger treffen, ne? Aber normal geht er. Siehst du ja. Dort ziemlich weit hinten hinsetzen, dann klappt er mit dem Nachbar.
Heilingspläne. Ich bin etwas groggy. Sagen wir, wie es ist. Wir haben ja auch nicht mehr so viel taller als du. Können wir uns gar nicht leisten, den Puma oder der Fan muss gehen. Eins von beiden, da bin ich mir noch nicht sicher. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, sollen wir den Puma kaufen und den Fan wegtun? Oder Fan behalten und diesen dann halt nicht benutzen? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich finde den Premium mit Puma. Geht fast genauso viel Leistung wie der Fan. Okay, ist 10 km langsam, aber. Shit, dort ab. Der dauert aber ganz schön lange hier mit Güllen. Mach mal schneller, du! Wir brauchen so einen Turbobefüller, oder? Turbobefüller brauchen wir. Ehrlich, das Moped, ehrlich, ey. Chef Guido hat gesagt, die sind ja eigentlich stufenlos, ne? Aber wenn der kalt ist, dann merkst du richtig, wie der ruckt. Also muss er ja schalten, ne? Haben wir extra Guido-Line gefragt damals. Die haben Puma dabei, sein Schwiegervater. Zum Mähen und so. Kann man irgendwie lang heizen. Von daher habe ich Guido-Line gefragt, ne? So ein Puma ist eigentlich stufenlos. Aber wenn der kalt ist, merkst du, wie der richtig ruckt. Als würde er schalten, sagt er. So mein Schlepper, ne? Puma. Oder ein Waltra. Waltra finde ich auch nicht schlecht, ey. Ich bin ganz ehrlich. Finde ich immer mehr gefallen. Ich muss auch noch Gülle. Schickle. Ohne Gülle zu ballern. Hier eine Kreuzung des Todes. Ich sehe gar nichts mehr. Jetzt ist das wirklich eine Kreuzung des Todes. Guck mal, unser Heu da liegt ja auch perfekt unter der. Schimmel da eben hin. Hier? Ja, das ist 60 Kilo, ne? Das ist, glaube ich, Standard. Reicht auch. 20 Kubik habe ich gelernt. Auf einen Hektar nicht mehr. Die 20 Kubik Grünland. Warum das so ist, weiß ich immer noch nicht, aber habe ich so gelernt. Zwar nicht mehr als 20 Kubik aus Grünland. Aber ich bin auch kein Profi, ne? Sagen wir, wie es ist. Läuft hier. Ein bisschen haben wir noch was im Fass. Ey, das geht so richtig schön. Ey, mit Gülleförden hier, du. Mit Fass gefällt mir auch gut. Das fände ich gut. Ich glaube, das andere werden wir auch verkaufen. Das Depot. Weil sonst haben wir so viel Kosten, ne? Nochmal hier hinten die Schleppschläuche, wenn wir Gülle probieren wollen oder plögen. Plögen wir ja meist mit, ne? Ein bisschen Kosten einsparen hier. Liter noch mehr, ne? Das zieht aber auch Sattgülle, ne? Das sind auch nicht kleine Flächen, ne? Also das darf man hier auch nicht unterschätzen, ne? Man erschreckt sich schon stellenweise bei den Flächen. Konnte gesehen, nichts bis hier. Nur ein Busch. Schickere. Mal brauchst du nicht hochmachen, ne?
Das ist sehr gut, wenn ich jetzt noch nicht brauche. Vorne ist Glückssache. Müsste irgendeine andere Hupe rein, ne? So ein blau und weiß für Liegen. Ja? Das wäre genial. Das zickt die. Guck mal, da kannst du ohne mit Casala hier durchs Dörfli, ne? Läuft. Kommen wir hier wieder hin und Gülle. Nehmen nicht sämtliche Schilder mit. Ne? Jetzt kriegen wir wieder Mecker. Da guck mal, da kann voll pumpen. Es läuft. Das dauert echt lange. Kein Turbobefüller. Das hat keinen Turbo. Wie sieht es eigentlich im Stall aus? Das läuft, ne? Nur Fersen, ne? Hier sind die Bullengelbes. Und da müssen wir noch Futter hinfahren, ne? Schikra. Das reicht jetzt. Wo ist Kaline denn schon wieder hin? Hä? Irgendwas ist hier nicht richtig. Das ist in letzter Zeit andauernd, ey. Ich hatte das auch schon auf dem Frühling, dass sie wegfahren. Sieh mal, Kalle, wo ist denn Kaline hin? Hä? Das kann ja nicht. Kaufen? Ja. Die kaufe ich jetzt auch 100.000 Mal, oder was? Wundert mich, dass Kalle noch da ist. Mysteriös, mysteriös. Ist sie voll? Ja, ist voll, weil. Ja. Abflug. Zieht aber auch gut durch mit den 20 Kubikfässern. Da gibt es nichts zum Moppern. Fett, Jungs. Fett. Warum wieder da eben noch? Und dann gehe ich jetzt wieder nach draußen. Gut. Na, Kollege? Mit dem Monitor ist aber auch manchmal kacke, oder? Sag mal ganz ehrlich, wenn das Gebönsel die anderen im Weg da rumfliegt. Zappelwelle ist an, 20 Kubik haben wir da. Dann machen wir runter. Dann sind wir schwunger. Mit das fällig viel.
könnte ich wieder einen Mecker kriegen von Helga, weißt du? Ja, du wärst den ganzen Tag auf Trigger, hast nichts geschafft. Helga, Grüße gehen raus, liebe Helga. Mein Helga Lauer. Streichen da weggebüllt kriegen. Da ich da ja so intelligent lang gefahren bin, ne? Mäh. Und das nicht Premium ist. Jetzt sind wir aber zu nah. Naja, noch geklappt. Ist auch besonders gut fürs Gestänge, wenn du so scharfe Kurven fährst, ne? Muss ja vor allen Dingen einen Relauf machen. Weil das hier ist ja ein Spiel, da geht es. Wie viel haben wir noch drin? 11.000, ist gut. So, nebenan noch eben. Fix abgehören. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.